Also die Erkenntnisse sind sicher, dass es unglaublich bereichernd ist, mit dieser Intensität, mit dem Speed und mit dem Battle-Level können regelmäßig spielen. Wir haben jetzt wieder gesehen, wie wichtig dass das ist, auf dem Niveau können eigentlich wie ein WM-Format simulieren. Also sportlich ist die Analyse sehr positiv ausgefallen. Ich glaube, wir haben resultatmäßig können dort anknüpfen, wo wir an der WM aufgehört haben. Und von dem her gesehen sind wir sportlich eigentlich mit dem ersten Turnier zufrieden, weil, wie gesagt, auch die Resultate dem entsprochen haben, was wir von uns selber erwartet haben. Also sie sind nicht überrascht. Sie haben gesagt, sie haben gewusst, dass sie nicht nur eine zuverlässige Nation, sondern auch einen sehr starken Gegner in Gruppen aufgenommen haben. Und das haben wir können bestätigen. Das ist sehr wichtig. Insofern glaube ich, haben wir gute Werbung gemacht, was wichtig ist. Und wie gesagt, Feedbacks sind so, dass sie eigentlich aus Überzeugung Bestätigung bekommen haben, warum wir auch den Zuschlag bekommen haben gegenüber anderen Konkurrenten. Also wie es abgemacht ist in diesen Agreements im European Hockey Tour, müssen wir und wollen wir und gehen mit dem Best Possible Roster. Jetzt ist natürlich das ist immer eine schwierige Definition. Logischerweise haben wir eine Long-Term-Planung auch hinsichtlich WM und natürlich auch in einem Zyklus von Olympia. Also das heisst, wir sichten auch Spieler, aber wir versuchen schon wirklich eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzubringen, um können, wie gesagt, auch auf Resultat spielen gegen Top-Nationen. Und diese Balance versuchen wir zu finden. Wir versuchen auch, wenn es immer irgendwie geht, auch ein bisschen Clubsituation in Betracht zu haben, sprich Champions League, Spengler Cup etc. Wie gesagt, so gut es geht. Leider können wir das nicht immer komplett umsetzen. Aber wie gesagt, bis jetzt ist es uns, glaube ich, gelungen und werden auch in Zukunft versuchen, das zu berücksichtigen. Aber wie gesagt, es ist Pflicht, mit der bestmöglichsten Mannschaft zu gehen. Bestmöglichst heisst für uns aber nicht keine Junge. Wir haben auch sehr viele Junge, die wir via Prospect Game jetzt versuchen, hier zu integrieren und so eigentlich wirklich dann auf die WM hin die bestmöglichste Mannschaft können zu haben. Ja, die sind natürlich hoch, weil die anderen Nationen natürlich in der Organisation von ihren Turnieren recht einen hohen Standard fahren. Und ich glaube, für uns ist jetzt das sehr, sehr wichtig, dass wir eben, wie gesagt, nicht nur sportlich, sondern auch als Nation mit dem Heimturnier können mitheben und ein super Event machen. Logisch ist es wichtig, dass wir wieder mitspielen können, gute Resultate erzielen. Aber wir wollen wirklich zusammen mit Freiburg ein super Event organisieren. Wir wollen Geschmack geben, natürlich aufs WM-Hockey. Wir wollen aber auch so ein bisschen zeigen, was denn da los sein wird und kann hinsichtlich Heim-WM. Ist sicher noch ein Zeitchen her, aber wir haben da sehr, sehr einen motivierten Organisator in eigenen Reihen, aber auch mit Freiburg, die wirklich ein Festspiel erreichen wollen. Ich glaube, wenn wir einen guten Start haben, kann der Funken überspringen. Die Infrastruktur ist hervorragend und wie gesagt, wenn das Freiburger Publikum und die Schweizer Fans uns da tatkräftig unterstützen, dann wird das sicher ein super gutes Turnier sein, das weiterhin auch für uns sehr wichtig ist, eine gute Visitenkarte abzugeben.